Basel Verhoy is een club. Dat duurt het hem. Dat moet ik Ihnen niet zeggen. Ik darf einfach da an dieser Stelle sagen: Der Segi Matthias Seger ist für uns eine Ikone. Er ist, das darf man auch sagen, ohne weiteres: Segi, du bist Zürich. Extrem nervös gewesen. Ich bin noch nie so nervös in meiner Karriere, wo ich gespielt habe. Und darum, einerseits habe ich mich extrem gefreut auf die heutige Abend, andererseits bin ich natürlich auch extrem nervös gewesen. Was erwartet mich, was wird in mir innen abgehen? Aber ich glaube, es ist ein wunderbarer Abend. All die Leute, die da sind, alles, was für mich gemacht worden ist, es ist einfach genial. Ich bin extrem dankbar und extrem glücklich, dass ich so einen wunderbaren Abschied erleben durfte. Well, it meant a lot. We had our season opener in Freiburg tonight, but the priority for me was to be with Segi's evening and also to see all the other guys. For me, that was not a discussion to miss this evening. Wir haben mit 16 in der Junioren-Nationalmannschaft lernen kennen und wir haben immer gesagt, irgendwann werden wir zusammenspielen. In Nazi haben wir das nicht gemacht und dann fünf wunderschöne Jahre im ZSC. Und der Meistertitel, sein zweiter, mein erster zumal im No Ways mit dem ZSC, war sicherlich unvergesslich. Als wir nach einem Ausgang noch zu ihm heim sind und er noch super Pizza für uns zubereitet hat. Ja, ich glaube, das ist mir schon schwer gefallen vom Team. Der Teamgeist hat ihm immer alles gesagt. Und ein Kollege war bei ihm immer wichtig, das Umfeld, oder? Und da ist glaube da, wo ich am meisten Kopfweh gehabt, oder? Das ist Teamspieler und für mich sehr große Freunde und ich bin stolz, er ist mit mir in oben da. Ich glaube, wenn ein Wort für ihn müsste ich finden, das wäre Leidenschaft. Das ist, glaube ich, das, was ihn wirklich auszeichnet. Wie man so am Dialekt gehört, sind wir beide aus der Ostschweiz. Und wir haben natürlich immer von Anfang an zusammengehalten und haben gesagt, wir machen die Entwicklungshilfe hier in Zürich in Sachen Hockey. Zum Glück haben wir dann auch Erfolg gehabt. Schon im ersten Jahr, als er ja da war, haben wir Meister gemacht. Aber was auch noch war, er hat ja immer so ein Flavi-Liebli angehabt, wie alle wissen. Und ich hatte so ein altes, zerfetztes Emmer-Unterneuler-Liebli angehabt. Und so haben wir natürlich einander auch immer aufgezogen. Aber wann du brauchst einen guten Jazzpartner? Ich bin bereit. Matthias! 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 Ja, es ist eben. Ja. Ich kann gar nicht mehr viel sagen. Merci mal für alles, was er für mich gemacht hat. Merci vielmals für den ganzen Abend. Es war ein genialer Abend. Und ich werde es nie vergessen. Danke.